Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothart. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Dr. Tina Klüver hat die Science in Startups Initiative übernommen, ist dort Geschäftsführerin, da sagt sie sicherlich gleich auch nochmal was, beschäftigt sich mit dem Thema künstliche Intelligenz. Das ist ein Zusammenschluss Science and Startups der Universitäten in Berlin, also Humboldt-Universität, FU Berlin, Technische Universität und die Charité. Und es geht eben darum, KI-basierte Ausgründungen zu fördern und erfolgreich am Markt zu etablieren. Tina Klüver hat davor als Geschäftsführerin und CTO den Bereich Forschung und Entwicklung der 4 GmbH geleitet, ein mittelständisches Unternehmen, hat selber vorher auch ein Startup gegründet, DePalamind, und hat das erfolgreich vorangetrieben, entwickelt und eben auch an die 4 GmbH veräußert. Also auch Exit-Erfahrung, also aus vielerlei Hinsicht ein sehr spannender Gast oder eine Gästin sozusagen. Ja. Jetzt übergebe ich mal an dich, Tina, dass du dich vielleicht nochmal vorstellst, vielleicht habe ich auch was Wichtiges vergessen. Und dann sind wir gespannt, was du uns zu sagen hast zum Thema KI. Vielen Dank. Ja, super. David, vielen herzlichen Dank für die ausführliche Einleitung schon. Ja, ich denke, da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Vielleicht noch ganz kurz, was ein wichtiger Aspekt ist, auch immer meine Arbeit gewesen und auch jetzt relevant für mich ist eben, dass ich aus der Wissenschaft komme. Ich habe 10 Jahre lang Forschung gemacht am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, bevor ich dann selber gegründet habe. Und das ist also im Endeffekt, sind das meine beiden Welten. Ich komme einerseits aus der Wissenschaftslandschaft, habe da mich mit dem Thema beschäftigt, habe das dann in die Gründung geführt und danach dann eben auch im Mittelständler weitergetrieben und habe jetzt noch mal eine neue Rolle. Die ist leider nicht wirklich der Geschäftsführer für Science and Startups tatsächlich, weil wir gar keine wirklichen Geschäftsführung haben. Science and Startups ist so eine Art, ja, so eine Art ideeller Verbund der Gründungszentren der Universitäten mit verschiedenen Arbeitsbereichen, die von bestimmten Personen geleitet werden. Und da leite ich den Bereich KI. Genau. Und das ist tatsächlich relativ neu. Also Science and Startups selber gibt es noch gar nicht so lange. Und der Bereich KI, den gibt es erst seit Sommer diesen Jahres. Und da ist das Ziel, nochmal genau auf Gründungen im KI-Bereich zu schauen. Aber dazu komme ich später auch nochmal, wenn ich das Ganze etwas ausführlicher nochmal erzähle. Jetzt würde ich mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. So. Okay. Jetzt müsste man sehen, künstliche Intelligenz, die Zukunftstechnologie. Ja, das hat geklappt. Hat geklappt. Wunderbar. Hervorragend. Genau, also vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, über das Thema KI zu sprechen, was mich selber jetzt schon in meinem Leben so lange begleitet, von ganz verschiedenen Seiten und Perspektiven. Vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Ich beschäftige mich auch mit KI im ganzen Bereich der politischen Regulierung, bin im Vorstand des KI-Bundesverbandes aktiv, in dem wir inzwischen mehr als 350 Mitglieder haben bei Startups, die im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs sind, sind vor allen Dingen Startups. Das liegt aber daran, dass die Branche so jung ist. Wir sind da jetzt nicht per se auf nur junge Unternehmen eingestellt, aber es gibt halt in dem Bereich KI vor allen Dingen noch kleine Unternehmen in Deutschland. Wir bringen die aber zusammen in den KI-Verband und sind auch deren politische Stimme. Also ich bringe mich auch viel ein in politischen Gremien, um eben, ja, ich sag mal, die Realitätswahrnehmung der kleinen KI-Unternehmen auch noch verstärkt klar zu machen, weil da ist nicht immer so viel Verständnis auf ich sag mal, politischer Ebene direkt gegeben für so ganz andere Lebenswelten. Gut, das nur vorneweg geschickt. Widmen wir uns einfach dem Thema, was KI eigentlich ist. Wir wollen heute darüber sprechen,
was KI ist, was KI nicht ist, auch ein bisschen reinzugucken in die Technologie, was wir hier tatsächlich erwarten können, was man vielleicht aber auch nicht erwarten kann. Und nochmal kurz so einen Ausblick zu geben auf, was ich denke, wie sich dieses Feld entwickeln wird, was ja auch durchaus im Bereich der, ja, der Business Angel-Tätigkeit eine interessante Frage ist. Wichtig finde ich, immer wieder klar zu machen, wenn ich über KI spreche, weil wir haben es ja de facto inzwischen mit einem Hype-Thema zu tun. Also die Medien quellen immer noch über. Das hat zwar jetzt schon vor ein paar Jahren begonnen, aber es hat immer noch nicht wieder aufgehört. Es gibt wahnsinnig viel Presse zum Thema künstliche Intelligenz. Viele politische Stellen beschäftigen sich eingehend mit dem Thema künstliche Intelligenz. Sogar die EU-Kommission beispielsweise, die ja jetzt gerade letztens das erste Mal einen Entwurf veröffentlicht hat für eine Regulierung von künstlicher Intelligenz. An ganz vielen verschiedenen Ecken wird daran gearbeitet, wie man künstliche Intelligenz zertifizieren kann. Beispielsweise ist ein ganz großes Thema aktuell. Und im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, dass das Thema künstliche Intelligenz eine große mediale Aufmerksamkeit bekommt. Allerdings ist das, was man dann in der Presse tatsächlich darüber liest oder was in den Medien auch zitiert wird, häufig irreführend. Und ich trete auch immer wieder dafür ein, dass man einen realistischen Blick auf künstliche Intelligenz hat, dass man sich das Thema wirklich pragmatisch anschaut und nicht so sehr überzogene Erwartungen oder auch in große Angst verfällt, weil de facto ist das im Moment immer noch häufig so, dass viele Leute, die nicht in direkten Kontakt mit dem Thema sind, durch mediale Bilder entweder so eine Art Magie erwarten durch künstliche Intelligenz oder eben eine ganz risikoreiche Betrachtung davon haben, was alles schiefgehen kann oder wo die große Gefahr ist durch künstliche Intelligenz. Was ich wichtig finde bei dem Thema ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass künstliche Intelligenz ein Werkzeug ist. Es ist im Grunde ein Set von Technologien, was wir entwickelt haben, und zwar wir, das ist nicht aus dem Himmel gefallen oder so und ist jetzt irgendeine Form von gefährlicher Entität, sondern es ist ein Set von Algorithmen, ein Werkzeug, was der Mensch sich geschaffen hat, um bestimmte Dinge besser zu machen als vorher. Und in dem Kontext ist es wirklich einzureihen, in die Historie der menschlichen Werkzeuge, vom Faustkeil über, ich sag, einen Traktor, einen Mähdrescher und auch sowas wie diese unglaublichen Kräne, die man hier sieht, die das Roche-Hochhaus hier bauen. Oder ist es Novartis? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr hohes Haus, was wir Roche. Als Menschen... Roche, okay, danke. was wir auf jeden Fall nur deshalb bauen können, weil wir diese Technologie haben, weil wir diese Technik haben, mit der wir sowas planen und durchführen können. Werkzeuge sind dafür da, uns in unseren Möglichkeiten zu erweitern, menschliche Körper zu erweitern, in dem Fall natürlich bei Bau vor allen Dingen und bei diesen herkömmlichen Werkzeugen, die uns sehr bekannt sind. Aber eben, und das ist das Besondere an Software einerseits und an künstlicher Intelligenz, auf der anderen Seite eben auch kognitiv. Wir schaffen uns auch Werkzeuge, die unsere kognitive Möglichkeit erweitern im Grunde. Und schon jede Software, die wir benutzen, um kognitive Arbeit zu leisten, wie beispielsweise einen Text zu schreiben, ist schon ein Werkzeug auch wieder, was uns Dinge ermöglicht, die wir vorher so nicht gekonnt hätten, besser zu machen, schneller zu machen, in anderem Umfang zu machen. Ja, also mit einem Text, den ich immer wieder auf Hand schreibe, bin ich einfach nicht so flexibel, wie wenn ich das in einem Textverarbeitungstool schreibe. Und da kommt jetzt künstliche Intelligenz im Grunde in diese Reihe rein, als nächste Evaluationsstufe, weil wir jetzt beispielsweise, wenn wir mal bei der Textverarbeitung bleiben, die Möglichkeit haben, nicht nur den Text zu schreiben, sondern wir kriegen jetzt noch mal eine ganz andere Unterstützung durch Software, beispielsweise durch Grammatik oder Rechtschreibprüfung. Ja, das sind also zwei Beispiele von ganz, ich sag mal, kleinen Features, die wir jetzt in der Software haben, die aber in der Regel auf Basis von künstlicher Intelligenz entstehen. Genauso wie
Beispielsweise das Raussuchen von passenden Bildern zu Stichworten wird häufig über künstliche Intelligenz gemacht. Wenn wir über einen Messenger schreiben, dass uns Dinge vorgeschlagen werden, Wörter vorgeschlagen werden. Alles das sind ganz kleine Erweiterungen unserer Fähigkeiten, die es uns einfacher machen sollen, die unsere Möglichkeiten stärken und die mithilfe von eben diesen Algorithmen, die künstlich und unter dem Namen künstliche Intelligenz zusammengefasst werden, verfügbar gemacht werden. Und dann, um daran anzuschließen, nochmal ganz wichtig von meiner Seite auch der Appell, was KI eben nicht ist, ist, es ist keine denkende Entität. Wir haben nicht, wenn wir uns das Thema nähern, uns das so vorzustellen, dass irgendwo eine denkende Einheit ist, die vielleicht sogar so eine Art Willen entwickelt und in irgendeiner Form gefährlich werden könnte, ja, sondern wir haben es hier mit Algorithmen zu tun und diese Algorithmen sind in der Regel auch nicht alleinstehend, also es gibt nicht ein alleinstehendes Algorithmen-Set nur für KI, sondern das ist eingebettet in eine Software in der Regel, manchmal auch in Kombination mit Hardware, wie bei autonomen Fahrzeugen, aber das ist immer nur ein Teil des Ganzen. Drumherum stecken noch andere Bereiche von Software, stecken noch andere Algorithmen, die das Ganze zu einem Set aufarbeiten. Es geht also nicht darum, dass man sich das so vorstellen müsste, dass da jetzt die eine denkende Entität ist, wie man sich das jetzt zum Beispiel mit diesem Frankenstein, Terminator oder Pinocchio, was sehr häufig tatsächlich auch Bilder sind, die medial bemüht werden, um künstliche Intelligenz ja zu verdeutlichen. Aber da genau die Gefahr, dass man hier KI etwas unterstellt, was es de facto einfach nicht ist. Was KI nämlich ist, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist einfach, es ist Technologie. Es ist im Grunde eine Lösung eines Problems. Wir alle sind damit vertraut. Es ist Software in der Regel, kombiniert mit Hardware, kann es durchaus sein. Aber in erster Linie ist es einfach ein Set von bestimmten Algorithmen, um ganz konkrete Probleme zu lösen. Und da bin ich mal nochmal, damit das besser verständlich ist, nochmal ein Beispiel bringen. Eine klassische Herausforderung ist sowas wie ein Wort in einem Text finden, also eine Suche. Ja, mal angenommen, man durchsucht die Bibel, ja, weil man hat jetzt keine Zeit, die durchzulesen und das Wort einzeln zu suchen, sondern man hat eine Suchmaschine, um in der Bibel nach einem bestimmten Wort zu suchen. Die Bibel nehme ich jetzt als Beispiel, weil die so dick ist und so viel Text drin steht. Man könnte also einen Algorithmus schreiben und das hätte man so vor der Schaffung der Technologie künstliche Intelligenz mit maschinellem Lernen etc. auch so gemacht. Man würde sowas schreiben wie lese den Text Wort für Wort ein und jedes Wort vergleiche. Ist es das gesuchte Wort? Wenn ja, dann super, wir haben das Wort gefunden. Falls nein, überprüfe das nächste Wort. Und dieser Algorithmus kann nur exakt das gesuchte Wort finden. Mal angenommen, wir suchen Tisch, dann findet dieser Algorithmus, der hier so mal jetzt ganz kurz skizziert ist, genau dieses Wort Tisch. Ich bin mir sicher, Tisch kommt mehrfach in der Bibel vor. Aber was ist, wenn wir jetzt auch noch ein Wort finden wollen, was vielleicht nicht genau Tisch ist, aber die gleiche Bedeutung hat? Und das haben. In der Regel geht das nicht. Wenn wir sagen, wir wollen Tisch und Tafel finden, dann müssten wir den Algorithmus 1 genauso schreiben, dass er nach Tisch und nach Tafel sucht. Wenn wir das dann noch in Plural haben wollen oder mit Genitiv, dann wird es richtig schwierig, weil wir müssen alle Formen aufschreiben. Der Algorithmus ist sonst nicht in der Lage, die zu finden. Das ist jetzt anders, weil künstliche Intelligenztechnologie, nämlich eben solche Algorithmen aus dem maschinellen Lernen beispielsweise, die sind in der Lage, auch ähnliche Wörter zu finden, die dieselbe Bedeutung haben. Die erkennen das beispielsweise anhand des Satzkontextes. Die lernen dann, dass in bestimmten Satzkontexten, wie er deckte den Tisch versus er deckte die Tafel, ja, ähnliche Wörter
die ähnliche Bedeutungen stehen, mit verschiedener Oberfläche, die anders aussehen einfach. Das heißt, genau sowas, zum Beispiel auch Tafel zu finden, das ist eine der ganz konkretes Beispiel dafür, was Technologien wie maschinelles Lernen können und das andere Algorithmen, die wir bis jetzt hatten, so nicht lösen können. Deshalb kann man mit KI-Algorithmen Probleme lösen, die vorher nicht bekannt sind oder zumindest nur in ähnlicher Form bekannt sind. Und das ist eine Verarbeitung, die in ganz vielen verschiedenen Bereichen ein enormes Potenzial hat, solange genug Beispiele vorhanden sind, damit diese Algorithmen in der Lage sind, ähnliche Fälle zu lernen. Und die Beispieldaten können alles Mögliche sein. Ich habe jetzt Textbeispiele gebracht. Man verzeihe es mir, ich bin Computerlinguistin, ich denke immer direkt an Text. Aber das Ganze geht natürlich auch mit Bildern, mit Videos oder mit Daten aus der Industrie. Uns fällt das vor allem dann auf, wenn es mal nicht so gut klappt. Hier beispielsweise in so einem Messenger. Hast du noch genügend Platz in deinem Kühlschrank für die Tote? Das ist eventuell ein, ist ein falsches Schließen des Algorithmus, der dann die Torte zur Toten verbessert hat und dadurch ein lustiges kleines Missverständnis ausgelöst hat. Aber genau dann fällt uns auf, dass diese Dinge eigentlich schon längst Teil unseres Alltags sind. Wir benutzen die schon die ganze Zeit in ganz vielen verschiedenen Anwendungen. Bei manchen ist es ganz offensichtlich, sowas wie wenn einem so ein humanoider Roboter wie Pepper entgegentritt, dann wissen wir, okay, das ist ein Roboter, von dem würden wir genau solche Dinge erwarten, dass da künstliche Intelligenz ist. Aber wir haben eben diese künstliche Intelligenz in ganz, ganz vielen verschiedenen Anwendungen. Es kann ein Mähroboter oder ein Staubsaugerroboter sein, also zumindest wenn sie, ich sag mal, zur höheren Klasse der Roboter gehören. Meiner fährt nicht besonders intelligent durch die Gegend. Es dauert dann ein bisschen, bis der Boden sauber ist, aber schafft er auch. Aber es gibt auch solche, die das wirklich mit Intelligenz lösen. Es gibt natürlich die ganzen Home Assistance Anwendungen und eine Sache, die uns allen bekannt ist oder vielen von uns bekannt ist, Watson bei Jeopardy. Ein Beispiel dafür, dass diese Systeme halt auch als Suchmaschinen unglaubliche Wirkung entfalten können. Wir haben also letztendlich eine Set von Technologien, was klassische Aufgaben übernehmen kann, die vorher so von Software nicht gelöst werden konnten. Dazu gehören Dinge wie Mustererkennung in unbekannten Daten. Sprich, man hat große Mengen von Daten. Das ist beispielsweise in der Industrieanwendung ganz häufig der Fall. Man hat vielleicht Förderanlagen, die Daten produzieren. Und das sind so viele Daten, dass man letztendlich als Mensch auch nicht in der Lage wäre, die durchzuschauen und da drin Muster zu erkennen. Dafür braucht man die Hilfe von Maschinen. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Unternehmen. Wir haben ja mit Parlamind Kommunikation im Kundenservice automatisiert und analysiert. Und da war es auch so, dass tatsächlich ein Großteil der Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sehr wohl über Kundenservice-Daten verfügte, also beispielsweise E-Mails der letzten x Jahre, aber überhaupt nicht über die Ressourcen, in die reinzuschauen und tatsächlich mal die Fälle abzuleiten, die dort häufig gefragt werden. Und das ist ja schon allein, ich sag mal, ein großer Gewinn, wenn man in der Lage ist, aus Daten eben solche Muster abzuleiten und zu verstehen, auch für Business Insights zu verstehen, was eigentlich in den Daten einem mitgeteilt wird über das eigene Geschäft. Ein weiterer großer Aufgabe für KI-Technologie ist die Klassifikation von Daten. Das ist ganz klassischer Bereich, wirklich fast, würde ich sagen, der größte Bereich für künstliche Intelligenz, dass man eben anhand von Beispieldaten der Maschine beibringt, bestimmte Dinge zu erkennen. Da muss man diese Daten vorher labeln und sagen, das ist beispielsweise ein Röntgenbild mit Tumor, das ist ein Röntgenbild ohne Tumor und zwar genau an dieser Stelle. Und wenn man dem Algorithmus oder der Software genug Beispiele dieser Art gezeigt hat, dann ist die nachher in der Lage, diese Dinge auch zu erkennen
ohne dass es genau exakt gleich aussieht, sondern nur ähnlich aussieht. Gerade auch in der Medizin, in Digital Life Science ist das ein ganz großes Potenzial. Ein weiterer Bereich, der zugegebenermaßen in der, ich sag mal, realen Wirtschaftswelt relativ, also etwas seltener vorkommt tatsächlich, aber auch ein großes Potenzial hat als Zwischenverarbeitungsschritt oder auch für noch kommende Anwendungen, ist das Generieren von künstlichen Daten. Wir haben hier oben den berühmten Avocado-Chair, in dem GPT-3 gebeten wurde, sozusagen den Befehl bekommen hat, aus dem Konzept Avocado, was er es gelernt hatte als riesiges Netz, und dem Konzept Stuhl Dinge zu generieren, die es vorher nie gegeben hat. Also das Konzept Avocado-Stuhl ist jetzt nichts, wo eine Suchmaschine tatsächlich existierende Avocado-Stühle rausgesucht hätte, sondern es ist wirklich von diesem großen Netz, dem neuronalen Netz, dem GPT-3, einfach so generiert worden. Aus der Kombination von dem, was es weiß, anhand von Daten über Avocados und dem, was es weiß, anhand von Daten über Stühle. Ich finde, es ist eigentlich ziemlich gelungen. Also manche von denen könnte man glatt herstellen. Aber das ist vielleicht eher noch, ich sag mal, eine Toy-Anwendung als jetzt wirklich was, womit man Geld verdient. Aber die Potenziale, die drin stecken, sind auch ziemlich groß. Das heißt also, man kann sagen, dass KI vor allen Dingen dafür genutzt werden kann, große Muster in Datenmengen zu finden, wo Menschen das einfach nicht mehr in der Lage sind, das zu machen, beziehungsweise es von der Kosten- und Nutzenaufteilung einfach ineffizient wäre. Und ganz wichtiger Bestandteil in der Automatisierung von repetitiven Prozessen. Das heißt, gerade da, wo immer wiederkehrende Aufgaben anfallen, wie beispielsweise das Erkennen eines Tumors in einem Röntgenbild, genau da kann man hervorragend mit künstlicher Intelligenz arbeiten, weil das immer wiederkehrende Sachen sind, wo es auch genug Daten gibt und wo die Fälle, ich sag mal, zumindest in einem großen Bereich wiederkehrend sind. Auch im Bereich der Kommunikation im Kundenservice hat man solche Fälle. Also es gibt sehr große wiederkehrende Anfragen im Kundenservice. Das ist alles das, was beispielsweise mit persönlichen Daten zu tun hat. Das ist immer wieder ein großes Thema über alle Branchen hinweg beispielsweise. Und das sind dann Dinge, die wiederkehren und die man sehr gut automatisieren kann. KI hat nicht so eine große Stärke, wenn die Fälle, die es bearbeiten soll, sehr individuell sind. Also wenn wir eine künstliche Intelligenz-Software haben, die einen bestimmten Fall automatisieren soll, der aber nur einmal alle 5 Jahre vorkommt, dann ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Regel nicht sinnvoll, weil es sehr viel Daten und Aufwand kostet, der Maschine das beizubringen. Und wenn es danach nicht häufig genug vorkommt, dann ist das kein guter Fall für Automatisierung mit KI. Jetzt noch kurz betrachtet, nachdem wir uns genau angeschaut haben, was KI tatsächlich ist und was wir darunter erwarten können, noch mal kurz zu der Geschichte von künstlicher Intelligenz. Weil, wie ich eben schon mal ganz kurz sagte, auf deine Frage, David, als ich mich anfing, damit zu beschäftigen, war das da schon klar, dass das so einen Impact haben wird. Tatsächlich hätte man es vielleicht wissen können, wenn man eben mit diesen Hype-Cycles vertraut ist. Die sind ja durchaus bekannt in ihrer Dynamik. Aber in dem Moment selber war es mir persönlich nicht bewusst, weil ich mich genau hier in dieser Lücke befand, hier zwischen 1990 und 2017, in der das Thema eben aktuell wirklich keine mediale Aufmerksamkeit hatte. Künstliche Intelligenz hatte aber immer wieder solche Phasen, das sind dann diese Peaks hier, als es das erste Mal wirklich bekannt wurde, in den 60er Jahren und dann nochmal in den 80er Jahren, immer dann, wenn neue Technologieschritte gemacht wurden, wenn also Dinge beispielsweise verbessert wurden an den Algorithmen oder neue Möglichkeiten da waren, was die Rechenpower betrifft. Und das ist auch hier wieder passiert, in der letzten
in den letzten Jahren. Deshalb ist hier die Kurve nach oben gegangen. Das waren die neuronalen Netze. Das war das, mit dem auf einmal wieder neue Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz greifbar nahe erschienen. Und genau dieselbe Art von Stimmung hat es aber in den 60ern und in den 80ern auch schon mal gegeben. Und genau die gleiche Art von Reaktion, also diese enorme Aufmerksamkeit und diese extreme Erwartungshaltung an künstlicher Intelligenz, dass es also entweder unser gesamtes Leben umkrempeln wird, dass wir als Spezies untergehen werden, ja, versus es wird alle unsere Probleme lösen. Wir brauchen einfach nur eine riesige KI generieren und die löst dann für uns alle Herausforderungen, die wir haben als Menschheit. Das ist also diese beiden Extreme, die sind auch da sehr präsent gewesen. Und jedes Mal hat sich dann nach einer gewissen Zeit dann rausgestellt, dass es de facto das nicht sein wird. Ja, dass es weder das die Magie sein wird, die uns alle unsere Probleme löst, noch die große Gefahr, die uns alle vernichten wird. Und diese Phasen wiederum sind nennt man dann die AI Winters. Das sind die Zeiten, in denen KI keine Rolle mehr spielte, die Erwartungen enttäuscht wurden und alle sich von dem Thema zurückgezogen haben, bis auf die paar Nerds, die das Thema einfach nicht loslassen konnten. Und jetzt ist die große Frage im Grunde, wo sind wir jetzt zwischen diesem grünen, diesem orangen und diesem roten Pfeil? Und das ist letztendlich eigentlich die große Frage, die viele, viele bewegt und auf die man natürlich keine, ja, also letztendlich ist es natürlich ein Orakel. Also man kann nicht hundertprozentig sagen, wie es sich entwickeln wird. Aber aus meiner Sicht ist ganz klar die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir in der Mitte rauskommen. Und das hat auch einen Grund, dass ich das so sehe, nämlich der, dass es zum einen zu der grundsätzlichen Entwicklung der Hype Cycles passt, aber zum anderen auch, weil ich jetzt sehe, und da bin ich ja durch viele meiner Tätigkeiten sehr intensiv eingebunden, dass bestimmte Applikationen sehr, sehr gut funktionieren. Und dass diese Applikationen in spannende Unternehmen gegossen werden. Das ist nicht immer in Deutschland der Fall, leider. Das ist uns ja auch allen bekannt. Das Innovationsstandort Deutschland funktioniert manchmal gut und manchmal nicht so gut. Aber selbst wenn es in anderen Ländern passiert, ist es eine grundsätzliche Eigenschaft oder Einschätzung, die man zu KI teilen kann. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich auch im Vorstand des KI-Bundesverbandes bin. Ich habe hier nur, wir haben ja wie gesagt mehr als 380 Mitglieder, alles Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wir sind da relativ strikt, was die Aufnahmekriterien betrifft. Also man muss uns nachweisen können, dass man wirklich relevant viel künstliche Intelligenz im Produkt drin hat oder im Service drin hat. Und ich habe hier nur ein paar rauskopiert. Das sind jetzt die jetzt hier genannt sind, das hat jetzt keine besondere Auswahl, sondern einfach nur die allerersten, die mir angezeigt werden in unserem Verzeichnis von Mitgliedern. Aber diese allein haben schon eine so große Bandbreite von, ich sage mal, spannenden Anwendungsfällen für künstliche Intelligenz, dass es einem sehr gut klar machen kann, dass hier zu erwarten ist, dass diese Technologien sich in, ich sage mal, ganz unaufgeregt in ganz bestimmten Domänen hervorragend festsetzen werden. Dafür ist auch teilweise manchmal hilfreich, gar nicht unbedingt zu sagen, dass man künstliche Intelligenz macht. Viele Unternehmen, die ich kenne, die es wagen, mit KI-Technologie ein Produkt auf den Markt zu bringen, schreiben gar nicht mehr dran, dass da KI drin ist. Die haben einfach eine Software und diese Software, die kann bestimmte Dinge gut. Die automatisiert in der Regel bestimmte Vorgänge und dafür muss jetzt nicht zwingend da dran stehen, das ist KI, sondern es ist einfach eine bestimmte Software, die einen großen Nutzen hat für den Anwendungsfall, für den sie gedacht ist. Und das Ganze sehe ich auch tatsächlich, ich habe das eben auch schon kurz gesagt, in meiner neuesten Tätigkeit, die ich seit Sommer mache, wo ich das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum in Berlin leite.
Wir bringen Ausgründungen aus den Berliner Universitäten, Technische Uni, Freie Universität, Humboldt-Universität und die Charité nach vorne. Unser Ziel ist es, da mehr und stark wachsende Startups aus den Universitäten auszugründen, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Und auch hier sehe ich mit den Teams, mit denen ich jetzt zusammenarbeite und auch mit den einzelnen Wissenschaftlern teilweise und Studierenden, die darüber nachdenken zu gründen, dass sie de facto sich schon längst weiter bewegt haben, dass sie also gar nicht mehr per se sagen, ich mache künstliche Intelligenz oder ich will künstliche Intelligenz, sondern sehr genau hingucken und sagen, ich mache eine Software für Personalwesen oder ich mache eine Software für das bessere Monitoring von Predictive Maintenance in der Produktion. Es ist also sehr konkret, sehr anwendungsgetrieben, genauso wie es auch mit Software davor schon war. Wir haben uns ja auch nicht hingestellt und gesagt, wir bauen eine Anwendung mit einer Datenbank, mit einer ganz bestimmten Datenbank-Software-Algorithmen oder sowas. Darum ging es uns ja nicht, sondern es sollte vom Problem und von der Lösung eines Problems getrieben sein. Und ich glaube, das auf jeden Fall erkennen zu können, dass sich das Ökosystem in diese Richtung bewegt und dass hier ganz tolle und spannende neue Softwareanwendungen entstehen, die in den nächsten Jahren wirklich das Potenzial haben, sehr erfolgreich zu sein. Ja, das war aus meiner Historie und aus meiner Erfahrung kurz berichtet, was ich unter künstlicher Intelligenz verstehe, was ich auch Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen möchte, sich dem Thema so zu nähern und was ich denke, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich glaube, es gibt hier wahnsinnig viele spannende neue Cases für Investments auch. Und ich freue mich auf Fragen dazu. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Tina. Da sprudelt es ein bisschen in mir. Vielleicht kannst du noch mal deine Präsentation im Bildschirmmodus ändern, dann können wir uns besser sehen oder den stoppen. Perfekt. Ja, vielen Dank. Also bei mir poppen einige Fragen auf. Jetzt erstmal nochmal an alle hier aus der Gruppe. Wir machen das so, wer eine Frage stellen möchte oder einen Gedanken teilen möchte, den bitte ich einfach in den Chat unten, da gibt es ja dieses Chatfenster, den aufzumachen, Fragezeichen oder irgendwas anderes reinzutippen, sodass ich dann die Einzelnen einfach kurz aufrufen kann. Ist immer deutlich schöner, wenn man das direkt macht, als wenn ich jetzt aus dem Chat das vorlese. Ja, an der Stelle bin ich eher ein bisschen traditionell unterwegs. Genau, ein Thema, was bei mir auf jeden Fall aufpoppt, das hatte ich auch bei der Vorstellung ja vergessen, du bist ja auch bei uns im Companisto Angel Club drin, du bist ja selber auch Investorin und das war ja für uns auch ganz interessant, wenn wir uns angucken, dass wir Veranstaltungen machen, dann schauen wir natürlich immer auch, was interessiert unsere Gruppe hier und das Thema KI ist da ganz weit oben, also das, weil du ja auch mit vielen Startups zu tun hast. Wäre schön, wenn du das auch uns im Hinterkopf behältst. Wir sind da. Wir haben Lust, Innovationen zu finanzieren, Startups. Deswegen, wenn dir ja was über den Weg läuft, denk an uns. Ich stelle jetzt mal die erste Frage. Und zwar habe ich das so verstanden, dass, sage ich mal, das Wiederentdecken oder der Fokus auf die neuronalen Netze nochmal so eine Art Durchbruch für die KI bedeutet hat. Ist das richtig? Ja. Und wenn ja, warum ist das so? Ja, genau. Also letztendlich kam die KI aus diesen Tälern der KI-Winter immer dadurch wieder rausgekrabbelt, dass es neue Methoden gab oder neue Entwicklungen. Und das waren teilweise, also größtenteils waren es algorithmische Veränderungen. Aber es hat jetzt der letzte Hype, der ausgelöst wurde, es ist nicht nur durch Technik, sondern auch durch zum Beispiel mehr Computer-Power möglich geworden. Ne? Also es geht da zum einen auch um Performance, also tatsächlich eine Frage auch, wie die Chipindustrie hinterherkommt und wie sich das entwickelt. Ne? Und da gab es jetzt einfach in dieser Kombination von sehr starken Rechenleistungen zusammen mit neuronalen Netzen
Und dann wiederum zusammen natürlich, und das ist dann eine Grundvoraussetzung, mit einem Anstieg von digitalen Daten die Möglichkeit, dass das Ganze nochmal einen Push bekommen hat. Ja, cool. Vielen Dank, verstanden. Wir haben jetzt hier auch einen ersten Beitrag. Herr Kutsch, kann ich Sie mal kurz bitten, Ihren Gedanken zu formulieren? Hallo, hier, das bin ich, ja. Ja. Erstmal vielen Dank für den unglaublichen, interessanten Vortrag. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als Sie gesagt haben, dass Sie aus dem Hause DFKI kommen. Das finde ich natürlich gigantisch. Mhm. Denn ich mache gerade ein unglaubliches Projekt mit der DFKI zusammen. Mhm. Und das geht zurück auf fast 3 oder 5 Jahre, seitdem ich mit diesem Projekt unterwegs bin. Und zwar künstliche Intelligenz oder wie man auch im anderen sagt mit AI, ist normalerweise eine disembodied Geschichte, ja? Also nicht verkörpert. Ja? Und als ich angefangen habe, meine Idee dann endlich mal dem DFKI vortragen zu können, nachdem ich also wirklich 5 Jahre lang durch die ganze Welt gegeistert bin, geflogen bin und versucht, mit allen möglichen Firmen Kontakt zu machen, was mir auch teilweise gelungen ist. Ich bin auf eine bestimmte Ebene gekommen. Und dann war ich per Zufall auf einer Videokonferenz, auch im DFKI, und dann habe ich dann Kontakt mit dem DFKI gemacht. Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Mhm. Und um es auf den Punkt zu bringen, DFKI kam dazu und sagt, Herr Kutsch, warum sollte man immer nur einer Maschine sagen, was sie machen soll? Warum soll die Maschine nicht hier mal antizipierend umgekehrt sagen, Junge, das geht nicht, was du da machst. Ja? Das heißt also, zur AI käme nämlich noch eine EI dazu, eine Emotional Intelligence. Mhm. Ja? So, das ist der nächste Schritt, den wir gemacht haben. Und wahrscheinlich kennen Sie auch die Herren Professoren, das ist zum Beispiel Herr Antonio Krüger aus Saarbrücken oder von der Multilingualität Herr Professor von Genabit, die daran arbeiten. Ja? Und die fanden es so spannend und haben mir dann quasi gesagt, okay, wir machen mit, dass Ihr Thema ist so innovativ und so in die Zukunft blickend, aber wir wollen dazu machen, dass es auch den umgekehrten Weg geht. Ja? Das ist also quasi, ich mag es nicht, aber man muss es einfach sagen, einen künstlichen Menschen erschaffen. Ja? Dazu habe ich mir dann eine Lizenz geholt und wir werden jetzt Digital Human nenne ich das, ein Digital Human finden, ja, der eine Hülle hat. Und die Hülle wird eine Marilyn Monroe sein. Die wird aussehen wie ein Mensch. Ja? Und wir sind gerade dabei, das jetzt zu programmieren. Und die ersten 3 Monate sind schon vorbei. Ja? Und das erste Ziel ist, in 9 Monaten soll ein Demonstrator auf den Markt kommen, ja, der also alle rudimentären und Basic Elements also hat, dass man nicht nur die Sprache hat, denn das Schlimmste, was ist, wenn Sie auf einer Plattform bei der Bundesbahn stehen, dann kommt die Ansage, der nächste Zug kommt um 5.30 Uhr. Ja, vielleicht, Herr Kutsch, ich unterbreche Sie. Gleich kurz, vielleicht kommen Sie auch noch zu Ihrer Frage, weil es staunlich ist. Okay, perfekt. Ja, okay. Und was ich fragen wollte ist, man sollte eigentlich nicht nur die künstliche Intelligenz darauf begrenzen, dass man irgendwo eine Computersoftware hat, sondern einen Computer, sondern der nächste Schritt wäre, dass die künstliche Intelligenz eine menschliche Form bekommt, mit der ich richtig und mich unterhalten kann. Nachdem ich also nicht mehr mich selbst an den Computer setze und versuche, da ein Wort zu finden, wie aus der Bibel, sondern dass ich eine kleine Person habe, einen Avatar, voll 3D, der mit mir reden kann und der das dann für mich sucht. Das quasi der Avatar und die künstliche Intelligenz wird mein Begleiter im Leben. Und meine Frage wäre, ist das etwas, was Sie interessiert, oder ist das etwas, wo auch Ihre ganze Gesellschaft in diese Richtung denkt, oder ist das, machen Sie oder wollen Sie diese Verkörperung der künstlichen Intelligenz abkoppeln und das mal auf die Seite schieben, sagen, okay, das machen Roboter, aber Roboter strahlen keine Empathie aus. Und das ist das, was wir gerade forschen. Also ich glaube nicht, dass man das grundsätzlich so oder so entscheiden muss. Ich habe in meinem Vortrag vor allen Dingen wirklich wirtschaftsnahen und auch jetzt schon existenten Verwendungszwecke von künstlicher Intelligenz klar gemacht. Darum ging es mir, dass man sagt, also es hört sich immer so hochtrabend an und man denkt zum Beispiel gerade an humanoide Roboter, aber es gibt eben auch einen ganz, ganz großen Teilbereich von Software und auch Hardware-Software-Interaktion, die jetzt schon da ist und die absolut, wertstiftend ist schon jetzt. So. Ich bin grundsätzlich nicht dafür, dass man jetzt sagt, man macht das eine nur und das andere nicht, aber sicherlich ist das Bauen eines humanoiden Roboters
nochmal eine andere Herausforderung. Ist auch die Frage, in was das, welcher konkrete Business Case dann dahinter steckt, ne, wenn man sowas baut. Kann man sich verschiedenste Dinge denken. Ich meine, die Verwendung von Avataren oder Chatbots beispielsweise ist ja auch in Computerspielen als Non-Player-Characters unter anderem auch schon gegeben. Ne? Das gibt es, da gibt es auch Forschung zu. Allerdings weiß ich auch, tatsächlich aus eigener Forschung, dass sobald man menschliche Verkörperung wählt, die dann in irgendeiner Form agiert, mit Menschen interagiert auch, wird der Anspruch ist sehr hoch, weil Menschen dieses System so behandeln wie Menschen. Ne? Je menschlicher es aussieht, je menschlicher es spricht, desto mehr tendieren wir Menschen dazu, es auch genau so in die Interaktion einzubinden, wie wir das mit unsereins machen. Und da ist noch viel Forschung notwendig, um eben auch genau auf all diesen Ebenen, die ein Mensch hat, um zu interagieren. Und Kommunikation ist ja unglaublich vielschichtig, also nicht nur Sachebene, die ausgetauscht wird, sondern Gesten, Bewegungen, Statussymbole, Statusnachrichten, Freundschaft, alles dieses schwingt immer mit. Und da sind wir noch ganz, ganz, eher am Anfang, das komplett zu durchdringen. Ja, vielen Dank für die Antwort dazu. Wir springen mal in die nächste Frage von Matthias Brendel. Matthias, an der Stelle, ich habe gesehen, dass ihr jetzt live gegangen seid. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht stellst du mal deine Frage. Ja, vielen lieben Dank, David. Ja, Tina, vielen lieben Dank für deinen Vortrag. War sehr spannend, deine Perspektive aufs Thema KI zu kriegen. Mich würde interessieren, hast du einen Tipp für uns alle, worauf wir besonders achten müssen, wenn es um KI-Startups geht? Also ist es eher die Datenmenge, die aus deiner Erfahrung dort, also der Zugang zu Trainingsdaten, ein Thema darstellt? Oder ist es ganz klar die Software-Expertise im Team? Also was ist der Breaking Point bei den KI-Startups, die nicht funktionieren? Sehr interessante Frage. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall, ist es nicht ganz einfach, das über einen Kamm zu scheren, weil die Anwendungen so verschieden sind. Also man muss schon sehr genau aufs Businessmodell gucken. Aber tatsächlich glaube ich, was ganz relevant ist, ist, dass man auf jeden Fall schaut, dass der Business Case klar ist. Weil man hat dann bei den Gründungen im Bereich künstliche Intelligenz noch, die Gefahr besteht, dass das Leute eher technisch denken. Und ich würde auf jeden Fall, und ich tue das auch, wenn ich selber mir Teams anschaue, auch ganz stark darauf gucken, wie gut ist die Business-Seite mit der Technik verknüpft. Weil es hilft niemandem und uns als, Investoren natürlich auch gar nicht, wenn man in Fälle investiert, in denen eine technische Machbarkeit aus Liebhaberei umgesetzt wurde, wenn sie kein konkretes Problem löst. Und deshalb gucke ich auch immer ganz, ganz stark wirklich auf den Anwendungsfall. Welches Problem löst diese Software, dieses Produkt, dieser Service? Und kann man den tatsächlich beziffern bezüglich Marktwachstum und Marktpotenzial? Ja, vielen Dank, auch dass du die Frage beantwortet hast. Jetzt gebe ich gerne mal an Guido Axmann, auch ein Portfoliogründer hier von uns mit Circles. Guido, möchtest du auch nochmal deine Frage stellen? Hallo, danke Tina. Sehr nett, sehr spannend. Würde gerne mal mit dir nochmal telefonieren, über auch unseren Case vielleicht sprechen. Ja, gerne. Aber jetzt vielleicht einfach nur eine Frage, die vielleicht alle interessieren könnte, die jetzt hier auch drin sind. Die Qualifikation für den Bundesverband, den du erwähntest, wie läuft das? Kannst du da einfach nur einen Satz sagen? Ja, wir haben auf der Webseite ein Formular. Da sind ein paar Fragen drin, die man beantworten muss. Also wie viel, was die KI tatsächlich, der KI-Anteil ist beispielsweise und wie viel Prozent man einschätzt, dass das Kernprodukt davon auch profitiert, beziehungsweise dass maßgeblich aufs Kernprodukt angewendet wird. Und dann durchläuft das bei uns intern einfach eine Prüfung durch Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeiter. Also wir entscheiden das dann. Cool, danke. Gerne. Ja, super, dass ich hier am Drücker bin. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, jetzt auch nochmal eine Frage zu stellen, weil es gibt sozusagen ein Thema, was mich jetzt aus meiner Companisto-Brille sehr beschäftigt, ist der Umstand, dass wir ja so viele sind. Wir als Companisten sind so viele und divers. Und wir haben ja irgendwann angefangen, dass man hier die Möglichkeit hat, sich so ein Profil, so ein Investorenprofil anzulegen, was ja auch sehr viele gemacht haben. Und dort steht ja drin,
in welchem Bereich habe ich gearbeitet, wo kenne ich mich aus, wo kann ich Expertise weitergeben, wofür interessiere ich mich. Das ist sozusagen ja eigentlich ein großer Schatz für unsere Unternehmen, weil das kann man durchsuchen schon, ja, damit haben wir schon angefangen, man kann das matchen. Und das wäre aber jetzt so eine Frage an dich, würdest du sagen, dass das auch so ein Anwendungsfall ist für eine KI, wenn ich darüber nachdenke, wie können wir es sozusagen optimal organisieren und effizient, dass beispielsweise Gründerteams, die nach sehr konkreten Hilfestellungen suchen, ein ganz konkretes Problem haben, gematcht werden mit denjenigen, die dort eine Expertise haben. Ja? Also wäre das etwas, wo ich sage, das wäre gut, wenn wir mal miteinander darüber reden, wie wir das organisieren können. Also ist auf jeden Fall spannend, vor allem wenn die Daten halt schon da sind und auch in digitaler Form ausreichend vorhanden sind. Ich glaube, was bei solchen Fällen immer ganz entscheidend ist, ist, wenn die Daten, also ich sag mal, wenn alle wüssten, okay, das, was ich suche, ist, ich sag mal, LinkedIn-Marketing-Skills und die Gegenseite hat auch auf jeden Fall auch immer in genau dem gleichen Wortlaut LinkedIn-Marketing-Skills angegeben, dann bräuchte es keine künstliche Intelligenz, weil dann kann man einfach mit einer Datenbanksuche arbeiten. De facto ist es aber ja häufig gerade bei solchen Dingen so, dass eben die Art und Weise, wie Leute ihre Skills beschreiben oder ihre Expertise beschreiben, in einem unstrukturierten Text steht. Ne? Mhm. Und gerade da kann natürlich auch so ein Algorithmus durchaus weiterhelfen, ne? Weil er eben sagt, eben das durchsucht und sich sein eigenes Bild davon macht, was jetzt für eine Expertise dahinter steht und dann vielleicht bestimmte Expertisenklassen bildet und die aufeinander abbilden kann, obwohl die Leute sich ganz unterschiedlich, ich sag mal, dazu eingeschätzt haben oder ganz unterschiedliche Projekte angegeben haben, an denen sie mitgearbeitet haben, wo das jetzt nicht dasselbe Stichwort unbedingt drin ist. Ne? Ja, verstanden. Also ich nehme damit auf jeden Fall raus, dass ich nochmal auf dich zukomme. Sehr gerne. Ja, noch eine Frage haben wir inzwischen von Florian. Ich weiß jetzt deinen Nachnamen nicht, aber Florian, du weißt ja wahrscheinlich, wer gemeint ist. Genau, ich hatte eine Frage und zwar, vielleicht interessiert es ja auch alle Kompanisten. Bei uns ist ja immer dann so das Thema, in welches Startup oder in welches Unternehmen investiert man denn eigentlich am besten? Und meine Frage wäre, welche Use Cases oder welche Anwendungsfälle gibt es denn, die wir bei der Entscheidung unterstützen können? Und du hast ja auch gesagt, du arbeitest direkt mit Kompanisto zusammen. Gibt es bereits erste Projekte, die ihr zusammen in diesem Feld angeht? Also die Frage der Zusammenarbeit, da kann ich sagen, wir sind das, also ich glaube seit ein paar Wochen jetzt, also so richtig aktiv geht das gerade erst los, deshalb gibt es da noch keine konkreten Projekte, aber wird bestimmt kommen. Und die zweite Frage, wonach man gucken soll, also da habe ich dich jetzt so verstanden, dass du fragst, welche Bereiche besonders vielversprechend sind? Oder? Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie so ein Profil hat vom Unternehmen, dass man dann eben, wir hatten gerade das Thema Expertise, dass man guckt, welche Expertise haben die Unternehmer, die das Unternehmen leiten, wie entwickelt sich gerade die Branche, was sagt die Presse dazu, ist das positiv, negativ und anhand von ganz vielen verschiedenen Daten eben halt mit künstlicher Intelligenz ermitteln kann, ob das jetzt ein Startup ist, wo man gut investiert oder wo man investieren sollte oder eher weniger. Also quasi eine Entscheidungshilfe, ne, von, ich weiß nicht, wie viele Startups jetzt Companies du hast, wo man investieren kann, aber sicherlich sehr viele, dass man eine Entscheidungshilfe bekommt, wo legt man jetzt sein Geld eigentlich am besten an? Ja, da kann ich leider natürlich nicht die finale Antwort zu geben. Ich denke, dass Companisto ja schon eine sehr gute Vorauswahl und Screening tätigt von den vorgeschlagenen Teams. Aber bei KI, wie gesagt, da gibt es Dinge, sage ich mal, auf die würde ich achten. Und das ist auf jeden Fall auch, wie ich eben schon meinte, dass es in konkretes Problem löst und auch, dass es sich auf einem Markt befindet, der das Potenzial dazu hat. Ne? Also eigentlich relativ klassisch, ja, also klassisch, wonach man halt ein Investment aussucht auch. Was gibt es für Skalierungsmöglichkeiten oder ist das irgendwie eine Nische, ja, in der jetzt irgendwelche, ich sag mal, kleinen Fälle bearbeitet werden? Darauf würde ich auf jeden Fall achten. Aber es ist grundsätzlich jetzt nicht so, dass ich sage, da, wenn KI, dann muss dieses und jenes unbedingt immer gleich betrachtet werden. Dafür sind die Fälle einfach zu
mannigfaltig. Ja? Also man kann ja KI in der Landwirtschaft einsetzen, genauso wie man es im B2C-Geschäft für, ich sag mal, besseres Matchmaking oder sowas einsetzen kann. Ne? Also das ist schon sehr, die Varianz ist einfach sehr groß. Ich meine, der Gedanke ist natürlich verlockend, dass man eine KI hat, die einem sagt, wo man investieren soll. Ja, das gibt es. Ne? Es gibt, ich glaube, einen Investor, ich wüsste jetzt, habe leider den Namen vergessen, nicht, ein VC, der mit einer KI arbeitet, der KI-unterstützt arbeitet. Mhm. Ja. Aber so ein bisschen macht es natürlich auch Spaß, sich selber damit zu beschäftigen. Genau, aber das ist ja vielleicht auch unterschiedlich, je nach Person. Jetzt hatten wir hier einen lustigen Zufall. Florian hatte eine Folgefrage auf Florian, aber die Frage vom ersten Florian hat diese, oder deine Antwort hat sie beantwortet. So habe ich es jetzt verstanden. Ja, genau. Meine Frage zieht da auch in Richtung Sektorenvergleich ab. Also wenn ich jetzt mal aus der Aktienwelt, aus dem Investment das übernehme auf Startups oder Venture Capital, eine Art Screening, ein Sektorvergleich, ob es irgendwie eine Art Dashboard gibt, wo man eigentlich sieht, okay, in diesen Bereichen macht es Sinn zu investieren. Also weil man ja klar heraussieht, KI wird in einigen Bereichen eher Nischenthema bleiben. In anderen Bereichen, vorhin ja auch angesprochen, wenn ich jetzt zum Beispiel Diagnosen erstelle, ja, relativ klar erkennen kann, wo sitzt ein Tumor oder so. Ja, da mag es ein anderer Fokus sein. Also, dass man frühzeitig quasi eine Art Marschrichtung auch erkennt, in welchen Sektoren macht es Sinn, auf die 5 Jahre zu investieren zum Beispiel. Ja, also ein Dashboard oder sowas ist mir dazu leider auch nicht bekannt. Wir machen mit Keats tatsächlich jetzt neu, aber werden wir anfangen, viele Daten auch zu tracken und das dann auch veröffentlichen. Aber das fängt jetzt gerade erst an. Ich kann auf jeden Fall aus meiner eigenen Wahrnehmung, also was ich da jetzt aktuell sehe, gibt es ein paar Bereiche, in denen das gerade wirklich vielversprechend durch die Decke geht, aus meiner Sicht. Und das ist eben zum einen der Bereich Life Science und Medizin. Da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen und auch wirklich, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren einen Durchbruch, was die Daten betrifft. Ja, also es gibt immer mehr Bereiche, die jetzt verstehen, dass sie ihre Daten da vielleicht auch zur Verfügung stellen oder auch Geschäftsmodelle, die ihre Daten einfach selber sammeln, ja, die direkt an den Patienten beispielsweise rangehen und dem die Einverständniserklärung abholen und dann die Daten sammeln und dann auch haben, weil die Kliniken die Daten halt im Zweifelsfall nicht rausrücken. Ne? Und da tut sich ganz, ganz viel, wo ich auch wahnsinnig viel Potenzial und viele Player auch sehe im Moment, ist der ganze Bereich nachhaltiges Bauen und Smart City und sowas, also auch Materialien, Betonalternativen, sowas. Da es wird ganz viel auch mit KI zusammengearbeitet, mit KI-Methoden, auch im Bereich Energieoptimierung. Also Dinge, die jetzt auch einfach durch die Lage, in der wir sind, indiziert werden, ne, die auch dadurch relevant werden. Und ganz klassisch Prozessautomatisierung in der Produktion. Ne. Aber das sind jetzt nur drei große Bereiche. Ne. Ich denke, das kann man, dadurch würde ich jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen wollen, alle anderen jetzt bitte nicht betrachten, weil auch wenn das jetzt nicht so groß ist, ne, tun sich da unglaublich viele Dinge. Ne. Es ist halt sehr variantenreich, ja. Es ist halt einfach eine Technologie und diese Technologie, die kommt überall vor. Das ist so wie eine Datenbanktechnologie, die auch in allen möglichen Anwendungsfällen eine Rolle spielt. Ja. Genau, deswegen war ja genau die Frage, es fällt einem ja selber doch relativ schwer herauszufinden, was ist quasi, also oder beziehungsweise welcher Sektor wird in den kommenden Jahren eventuell zum Erfolg führen. Ja. Was uns ja eigentlich alle interessieren sollte. Ja, also ich übernehme natürlich also jetzt keine Liabilities, aber das ist auf jeden Fall, was ich sehe, ja. Vielleicht, genau, weil wir auch jetzt langsam hier an die Zeitgrenze kommen und wieder natürlich Folgetermine haben. Ich bin mir nicht sicher, wen habe ich hier noch in der Liste gehabt? Ich glaube, Herr Schlag-Schöffel, ich weiß nicht, ob Sie noch da sind, ob Sie noch Ihre Frage als letzte Frage stellen wollen. Wenn ja, vielleicht kurz zu Wort melden. Okay, vermutlich nicht mehr. Dann. Er sagt, er kann nur chatten. Ah, er kann nur chatten.
Okay, kann nur chatten. Okay, ich habe die Frage so verstanden, ob es sozusagen KI in der Endo-App gibt. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob du die Endo-App kennst. Ich habe die, leider konnte ich den Pitch nicht mitverfolgen, weil wir genau in dem Moment unser Launch-Event für den Kiez hatten. Ja. Also quasi genau zeitgleich, wirklich auf die Minute. Sonst wäre ich sehr, sehr gerne gekommen. Aber deshalb kann ich jetzt aktuell noch nichts dazu sagen, leider. Okay, gut. Okay, dann würde ich mal sagen, vielen herzlichen Dank an alle. Wir konnten jetzt auch nicht mehr alle Fragen beantworten, aber es gibt bestimmt mal ein Follow-up zu dem Thema. Vielen lieben Dank nochmal an dich, Tina. Und ja, wir sehen uns sowieso und auch die Kompanisten, glaube ich, wollen gerne KI-Startups sehen. Und super. Deswegen vielen Dank auch dann an alle, die dabei waren. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao zusammen. Danke, ciao. Macht's gut. Tschüss.